Wenn man sich die Weltmeere mal so anschaut, die sind überfischt. Und dementsprechend macht es einfach Sinn, sich mit Alternativen der Fischbeschaffung oder Fischproduktion auseinanderzusetzen. Man muss schauen, wie kann man sinnvoll Fisch produzieren, und zwar an Land. Mein Name ist Nikolaus Leschke, ich bin der Geschäftsführer und Gründer der ECL Farm Systems GmbH. Als Firma planen und bauen wir aquaponische Farmsysteme. Aquaponik setzt sich zusammen aus zwei bestehenden Geschäftsfeldern, der Aquakultur und der Hydroponik. Aquakultur ist Fischwirtschaft in einem Kreislaufsystem an Land, kombiniert mit hydroponischem Anbau von Gemüse, Kräutern, Früchten. Und das tun wir hier. Wir befinden uns jetzt in der ECF Aquakultur, hier mitten in Berlin. Um mich herum sind unsere Becken, in denen wir den Hauptstadtbarsch produzieren. Wir haben eine Aquakultur, in der wir ungefähr 30 Tonnen Fisch pro Jahr produzieren können. Der Hauptstadtbarsch ist ein Buntbarsch. Wir füttern diesen Fisch. Der Fisch produziert Ausscheidungen, feste und flüssige Ausscheidungen. Die festen Ausscheidungen filtern wir aus. Und die flüssigen Ausscheidungen, das ist Ammonium, das wird in einem Biofilter umgewandelt in Pflanzendünger, in Nitrat. Und dieses nitratreiche Wasser geleiten wir dann weiter in unsere Gewächshäuser zu unseren Pflanzen und die wachsen dadurch hervorragend. In unseren Gewächshäusern der Aquaponikanlage machen wir schön Basilikum, aber haben auch in den letzten Jahren alles Mögliche ausprobiert, von Auberginen, Tomaten, Paprika, Melonen, Zitronengras, war eigentlich alles mit dabei, Salate, Kräuter. Mittlerweile spezialisieren wir uns ein bisschen. Aquaponik ist ein Kofferwort, was sich zusammensetzt aus zwei Wörtern, nämlich Aqua von Aquakultur, das ist Fischwirtschaft in einer Kreislaufanlage zum Beispiel, und Ponik von Hydroponik, was erdfreier Anbau ist. Und die Idee der Aquaponik ist eigentlich genau das, dass man versucht, in einem geschlossenen System mit Kreisläufen zu wirtschaften, Kreisläufe an sich schon mal sehr wassereffizient sind und in der Aquaponik man noch eine Doppelnutzung hat, nämlich dass man Wasser zum einen, um Fische zu produzieren hat, und zum anderen das gleiche Wasser nimmt, um Pflanzen zu produzieren. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Ich denke, man wird geprägt von seinem Umfeld und wenn man so ein bisschen den Kopf offen hat, sieht man, dass eben nicht alles so rund läuft und nicht alles so viel Sinn macht. Und wenn man da so ein bisschen dran kratzt, dann merkt man, ach, vielleicht kann man etwas verbessern. Und das ist dann geschehen, als wir die Firma gegründet haben. Dass wir gesagt haben, hey, was können wir an der Lebensmittelproduktion ändern, haben Aquaponik für uns entdeckt und dann losgelegt. Warum sind die Meere überfischt? Die Begründung dafür, dass die Meere überfischt sind, weil einfach wir zu viel Fisch aus den Meeren nehmen. Es ist ein Gut, was anscheinend immer da ist. Es wird immer mehr Fisch aus den Weltmeeren genommen. Meine Vision ist es, Menschen einen Zugang zu nachhaltig erzeugten Lebensmitteln zu ermöglichen. Genau aus diesen Gründen, weil ich etwas Sinnvolles tun möchte.